Ich das Wort dem Kollegen Martin Hess, AfD, zu seiner ersten Rede im Deutschen Bundestag. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Minister, nach dem, was ich hier von der SPD gehört habe, bin ich mir nicht sicher, ob Sie das, was Sie hier dargestellt haben, auch alles so umsetzen werden. Lassen Sie mich noch ein Wort bitte sagen zum Musterpolizeigesetz. Ich war ganz erstaunt, diesen Begriff wieder zu hören. Dieses Musterpolizeigesetz gibt es nämlich schon seit 1976 und ich habe wirklich keine Annahme bzw. keine Veranlassung zu der Annahme, dass das jetzt plötzlich verabschiedet werden sollte. Aber in einem sind wir uns einig. Die wichtigste Aufgabe des Staates ist es, die Sicherheit und den Schutz seiner Bürger zu gewährleisten. Sie haben im Koalitionsvertrag diesbezüglich eine ganze Menge Maßnahmen vereinbart, die aber größtenteils alle gar nicht erforderlich wären, wenn die Regierung diesen Auftrag in der vergangenen Legislaturperiode ernst genommen und alles zum Schutz der Bevölkerung getan hätte. Aber die Regierung hat sich eben für das Gegenteil entschieden. Sie hat ab September 2015 hunderttausende Menschen unkontrolliert in unser Land gelassen und damit die Sicherheitslage massiv verschlechtert. Und Frau Högel, ich bitte Sie, wachen Sie auf. Deutschland ist definitiv unsicherer geworden. Durch diese Grenzöffnung hat sich die islamistische Terrorgefahr in Deutschland extrem erhöht. Wir hatten im Januar 2015 266 islamistische Gefährder im Land, jetzt sind es 750. Die islamistischen Terrorverfahren haben sich seit 2015 verzehnfacht. Anis Amri hat einen verheerenden Terroranschlag mit 12 Toten und Dutzenden Schwerverletzten verüben können und diverse andere Terroranschläge und Versuche wurden ebenfalls durchgeführt. Unsere Großveranstaltungen, an denen wir vor 2015 gefahrlos teilnehmen konnten, müssen mittlerweile mit Betonpollern, schwerbewaffneten Polizisten und Personenkontrollen geschützt oder ganz abgesagt werden. Und was tut die Regierung? Sie trifft völlig unzureichende Maßnahmen, die nur die Symptome, nicht aber die Ursachen bekämpft. Sie schützen weiterhin unsere Grenzen nicht. Noch immer kommen Tausende ohne Identitätspapiere in unser Land. Und islamistische Gefährder, Personen also, denen unsere Sicherheitsbehörden zuschreiben, dass sie im Inland Terroranschläge verüben werden, die bekämpfen sie ebenso unzureichend. Unsere Sicherheitsbehörden, das ist bekannt, können diese Gefährder nicht alle lückenlos überwachen. Deshalb kann ein Teil dieser Gefährder auch immer noch sich ungehindert bewegen und das auch trotz der elektronischen Fußfessel. Diese hindert sie nämlich nicht daran, ihren Aktionsradius wahrzunehmen. Dieses exorbitant hohe Sicherheitsrisiko für die deutsche Bevölkerung ist nicht hinnehmbar. Alle Gefährder sind sofort abzuschieben oder, wo das nicht möglich ist, langfristig in Gewahrsam zu nehmen. Und kommen Sie bitte bei der langfristigen Gewahrsamnahme nicht ständig mit dem falschen Argument, dass dies nicht verhältnismäßig wäre. Der Schutz des Lebens und der Gesundheit unserer Bürger muss oberste Priorität genießen. Und diese Grundrechtsgüter müssen eben höherwertiger sein als das Freiheitsrecht eines erkannten und verifizierten Gefährders. Und wenn Sie das anders sehen, dann dürfen Sie das so sehen. Dann seien Sie aber auch ehrlich und sagen den Bürgerinnen und Bürgern ins Gesicht, dass für Sie die Freiheit eines Gefährders wichtiger ist als das Leben und die Gesundheit der deutschen Bevölkerung. Zudem zeigt die Kriminalstatistik eine wesentlich höhere Kriminalitätsbelastung bei den Menschen, die seit der Grenzöffnung in unser Land gekommen sind. Sie liegt bei besonders schwerwiegenden Delikten wie Tötungs-, Gewalt-, Rohheits- und schweren Sexualdelikten um das 10- bis 16-fache höher als bei Deutschen. Wir sind mit völlig neuen Kriminalitätsphänomenen wie Massenvergewaltigungen konfrontiert. Zum Schutz von Frauen müssen mittlerweile bei öffentlichen Veranstaltungen sogar Frauenschutzzonen eingerichtet werden. Und die Zahl der Messerangriffe in Deutschland ist in manchen Metropolen um bis zu 300% gestiegen. Die Folgen? Die Menschen und vor allem die Frauen fürchten sich immer mehr davor, im öffentlichen Raum Opfer einer Gewalttat oder eines Sexualdeliktes zu werden. Und das hat alles diese Regierung zu verantworten. Hätte sie, wie es ihre Aufgabe ist, die deutschen Grenzen geschützt, dann hätten wir in Deutschland nicht diese desaströse Sicherheitslage. Anis Amri, die Mörder von Freiburg und Kandel und viele andere Terroristen und Gewalttäter hätten unser Land nämlich nie betreten und ihre Mordtaten nie begehen können. Und dann
unterstellen die hierfür verantwortlichen Politiker den Bürgern auch noch unbegründete Ängste. Dabei ist das Gegenteil richtig. Der Bürger hat recht. Bei den geschilderten Zuständen handelt es sich um massive und nicht hinnehmbare Fehlentwicklungen und Missstände im Bereich der inneren Sicherheit. Und diese müssen endlich mit geeigneten Maßnahmen effektiv und nachhaltig korrigiert werden. Die Bürger wollen sich nämlich wieder angstfrei im öffentlichen Raum bewegen. Sie wollen keine Betonpoller, sie wollen keine schwer bewaffneten Polizisten und Personenkontrollen oder gar, wie es ihr Amtsvorgänger, der einst den Bürgern empfohlen hat, mit dem islamistischen Terror leben. Das wollen sie alles nicht. Nein, sie wollen endlich ihr sicheres Deutschland zurück. Und die Lage in diesem Land wäre ja noch viel schlimmer, wenn wir nicht hochmotivierte Polizisten hätten, die mit ihrem herausragenden Engagement und vollem Einsatz trotz widrigster Rahmenbedingungen ihr politisches Versagen kompensieren würden. Und dafür von dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Kolleginnen und Kollegen. Ihr macht eine tolle Arbeit. Abschließend an Sie direkt gerichtet, Herr Minister, die Maßnahmen des Koalitionsvertrages zur Verbesserung der Sicherheitslage, die sind völlig unzureichend. Ich habe erklärt, warum. Sie setzen nur an den Symptomen an, nicht an den Ursachen. Und deshalb bitte ich Sie, haben Sie den Mut, setzen Sie endlich die von der AfD geforderten Maßnahmen um, denn nur auf diese Art und Weise ist maximale Sicherheit und der bestmögliche Schutz für unsere Bürger zu erreichen. Dankeschön.